Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture. Und dann übergebe ich auch schon an die Dozierenden. Ja, dann begrüße ich Sie auch nochmal ganz herzlich. Mein Name ist Tina Pass. Das ist unser heutiges Thema, wenn Google nicht mehr weiter weiß. Und das bezieht sich darauf, dass wir Ihnen heute gerne den Blick einmal auf das Datenbankangebot der TU richten möchten. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie mit Hilfe von Datenbanken Literatur für Ihre wissenschaftliche Arbeit finden, wie Sie diese Suche in Datenbanken sinnvoll vorbereiten, wie Sie konkret suchen und dann natürlich auch, wie Sie auf das zugreifen können, was Sie da so gefunden haben. Gut, kommen wir als allererstes zur Vorbereitung der Recherche. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man sich, bevor man anfängt zu suchen, überhaupt erstmal über so ein paar Dinge klar wird. Das Erste, was einem so ziemlich offensichtlich einfällt, worüber man sich im Klaren sein sollte, ist natürlich immer das Thema. Also worüber schreibe ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit? Wovon sollen die Artikel, die Paper handeln, die ich finden möchte? Aber das ist eben nicht alles. Zum Beispiel ist es auch wichtig, sich im Voraus darüber klar zu sein, wie ist denn eigentlich der Umfang meiner Arbeit? Also schreibe ich nur eine kleinere Seminararbeit mit ein paar Seiten oder schreibe ich wirklich eine sehr umfassende Abschlussarbeit zu irgendeinem Thema? Bedeutet, suche ich alles, was es irgendwie zu meinem Thema gibt? Oder geht es mir vielleicht auch eher darum, nur so ein paar Paper zu finden, die dafür aber sehr passend zu meinem Thema sind? Der nächste Punkt wäre der Anspruch, den ich an die Literatur habe, die ich finde. Damit meinen wir, suche ich eher so sehr tiefgehend, das heißt, möchte ich, dass jeder Detailaspekt von meinem Thema beleuchtet wird? Oder reichen mir vielleicht auch eher so Übersichtsartikel zu einem Thema? Die nächste Sache, die eigentlich vielen eigentlich klar sein müsste, aber man trotzdem vor sich nochmal drüber nachdenken sollte, ist, welche Sprachen nützen mir eigentlich irgendwas? Das heißt, bringt es mir irgendwas, wenn ich Artikel auf Chinesisch oder Russisch finde, kann ich sie gar nicht lesen. Dann brauche ich natürlich auch nicht danach suchen. Eine weitere Sache ist die Zeit und da gibt es vor allem zwei Aspekte. Einmal geht es um die Aktualität der Literatur. Suche ich wirklich ganz neue, super aktuelle Forschungsergebnisse zu meinem Thema oder schreibe ich vielleicht eher zum historischen Thema? Das heißt, die Literatur, die ich finde, kann auch ruhig ein bisschen älter sein. Und der andere Aspekt der Zeit ist nochmal, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch zum Bearbeiten des Themas? Also wenn ich übermorgen die Arbeit abgeben muss, dann bringt es mir auch nicht noch irgendwie 50 Artikel zu dem Thema zu finden, sondern da brauche ich vielleicht noch zwei wirklich gute, die ich auch irgendwie noch verwerten kann. Oder stehe ich vielleicht ganz am Anfang meiner Recherche und habe noch ganz viel Zeit und browse eigentlich auch erstmal noch so ein bisschen und kann noch ein bisschen von dem einen Thema zum anderen springen und so weiter. Ja, und dann ist es immer ganz wichtig, dass man, bevor man anfängt zu suchen, sich die Stichworte sucht, mit denen man das überhaupt suchen möchte und nicht nur die Stichworte selbst, sondern auch die passenden Synonyme. Dazu kommen wir aber gleich nochmal, wenn es um die sogenannte Begriffsmatrix geht. Vorher würde ich gerne nochmal mit Ihnen zusammen darauf schauen, wie eigentlich so der Prozess ist, wann Forschungsergebnisse in welcher Art von Literatur veröffentlicht werden. Denn davon hängt ganz stark ab, was ich wirklich eigentlich suche und wo ich das dann auch suche bzw. finden kann. Okay, also es geht eigentlich immer damit los, dass es irgendwelche Forschungsergebnisse gibt. Die werden irgendwie produziert, sei es, dass es ein Experiment gibt oder eine Studie zu irgendeinem Thema und dort entstehen dann Forschungsergebnisse. Und diese Forschungsergebnisse werden in der Regel als allererstes veröffentlicht bei einem Kongress. Das heißt, der Wissenschaftler hält einen Vortrag auf einem Kongress und die Ergebnisse, die er da vorstellt, während seines Vortrags sind manchmal wirklich ganz, ganz neu, vielleicht ein paar Wochen alt, ein paar Monate, also wirklich sehr, sehr frisch. Zu diesen Kongressen gibt es dann sogenannte Kongressschriften. Das heißt, die Vorträge, die auf diesen Kongressen gehalten werden, werden veröffentlicht in einer sogenannten Kongressschrift. Heutzutage sind die ganz oft schon online. Und wirklich manchmal auch ganz kurz nach dem Kongress, manchmal sogar schon während des Kongresses. Heißt, Kongressschriften sind eigentlich so ziemlich die aktuellste Literatur, die es gibt. Etwas später wäre dann ein Zeitschriftenartikel. Das heißt, der Wissenschaftler veröffentlicht seine Forschungsergebnisse in einem Zeitschriftenartikel. Wenn das eine wissenschaftliche Zeitschrift ist mit einem Qualitätsanspruch, dann gibt es in der Regel das sogenannte Peer-Review-Verfahren. Das heißt, andere Wissenschaftler prüfen nochmal den Artikel vor der Veröffentlichung.
Was aber natürlich bedeutet, dass es ein bisschen Zeit kostet. Das heißt, Artikel sind immer noch sehr aktuell und haben beinhalten sehr aktuelle Forschungsergebnisse, aber ich würde mal so sagen, ein paar Monate sind von der Erkenntnis bis zu dem Artikel, der erschienen ist, auf jeden Fall ins Land gegangen. Dann ist es manchmal so, dass es zu diesem Thema noch weitere Artikel von anderen Wissenschaftlern gibt, dass vielleicht noch ein neuer Aspekt des Themas aufgeworfen wird. Und dann ist es manchmal so, dass zu bestimmten Themen Übersichtsartikel erscheinen. Aber die sind natürlich auch wieder später als der eigentliche erste Artikel. Das heißt, in einem Übersichtsartikel ist es zwangsläufig so, dass der weniger aktuell ist als ein einzelner Zeitschriftenartikel. Wenn die Forschungsergebnisse so bahnbrechend sind, kann es sein, dass sie auch Einzug in ein Buch halten, aber bis ein Buch erscheint, dann vergeht mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger. Andersrum gesagt, die Forschungsergebnisse oder die Dinge, die Sie in einem Buch finden, sind nie neuer als ein Jahr, ganz vereinfacht gesagt. Und dann kann es sogar sein, dass diese Forschungsergebnisse auch Einzug in ein Nachschlagewerk halten, aber das ist dann natürlich noch später. Je nachdem, wann da der Redaktionsschluss war, ist es vielleicht auch nur ein Jahr, aber gehen Sie eher davon aus, dass die Dinge, die in einem Nachschlagewerk stehen, schon mehrere Jahre alt sind. Gut, und wenn ich das weiß, also wie so die Aktualität der verschiedenen Literaturarten ist, dann kann ich mir überlegen, was suche ich denn eigentlich, was möchte ich finden? Und danach richtet sich dann auch, wo ich nach diesen Literaturstellen, nach dieser Literaturart suche. Es gibt da verschiedene Ressourcen, in denen ich Literatur finden kann. Wir haben hier mal die drei wesentliche aufgeführt. Das erste wäre ein Bibliothekskatalog. In einem Bibliothekskatalog finden Sie in der Regel Bücher, Nachschlagewerke, aber auch Zeitschriftenartikel. Wichtig ist hier immer, dass die Literatur, die Sie dort finden, bestandsabhängig ist. Das heißt, Sie finden immer das, was die Bibliothek, in der Sie da gerade suchen, auch besitzt. Das hat den Vorteil, dass Sie sich ziemlich sicher sein können, dass Sie auch einen Zugriff haben auf diese Literatur, aber es ist eben nicht vollständig. Also es kann gut sein, dass es noch mehr Literatur zu Ihrem Thema gibt, aber diese Literatur hat einfach Ihre eigene Bibliothek nicht. Was anderes ist es zum Beispiel, das da in der Mitte, das ist die Zeitschriftendatenbank bzw. die elektronische Zeitschriftenbibliothek. Das ist eine freie Datenbank, also zwei freie Datenbanken im Internet. Die sind bestandsunabhängig. Die verzeichnen nämlich die ganzen Zeitschriften und Zeitungsbestände aller deutschsprachigen Bibliotheken. Aber nur der Zeitschriften an sich. Das heißt, die haben den Vorteil, sie sind bestandsunabhängig, sind auch frei und so weiter, sehr umfassend, aber die Art, die Sie darin, die Literaturart, die Sie darin finden, sind nur Zeitschriften, zum Beispiel keine einzelnen Artikel. Das wiederum ist ganz anders bei den Datenbanken. Die Datenbanken, die wir Ihnen heute vorstellen. In Datenbanken ist es so, dass sie auch bestandsunabhängig sind. Das ist auf der einen Seite der große Vorteil, weil sie halt dann nicht beschränkt sind auf den Bestand einzelner Bibliotheken, sondern wirklich umfassend nach einem Thema suchen können. Und der andere große Vorteil ist die Art der Literatur, die Sie hier finden. Datenbank finden Sie zum Beispiel auch Kongressschriften. Das heißt, wenn Sie wirklich richtig aktuelle Literatur brauchen, dann sollten Sie sich unbedingt auf Datenbank konzentrieren. Nachteil an diesem bestandsunabhängig könnte wiederum sein, dass das, was Sie da finden, nicht unbedingt in Ihrem Zugriff ist. Ja, aber wenn es so ist, dann gibt es eben verschiedene Wege, doch an diese Literatur zu kommen. Und das wird Ihnen dann gleich auch noch meine Kollegin Frau Ullmann verdeutlichen. Gut, das heißt, ich weiß jetzt, was ich suche, vom Thema, vom Umfang. Ich weiß, wo ich suche. Jetzt ist noch die Frage, wie suche ich denn? Und jetzt kommen wir zurück auf das, was ich gerade sagte. Man sollte sich vor der Suche auch immer im Klaren darüber sein, mit welchen Stichworten möchte ich eigentlich suchen. Wir nennen das eine Begriffsmatrix, die man sich vor der Suche einmal zurechtlegen sollte. Und wir haben hier einfach mal ein Beispiel aufgeführt. Also stellen Sie sich doch bitte einfach mal vor, Sie schreiben eine wissenschaftliche Arbeit zu dem Thema Gentechnik in Deutschland unter ethischen Gesichtspunkten. Da fallen Ihnen vielleicht gleich drei prägnante Suchbegriffe ein, die Sie nehmen könnten für Ihre Suche. Nämlich, das ist hier die erste Zeile, Gentechnik, Ethik und Deutschland. Wenn Sie die in Ihrer Suche miteinander kombinieren, haben Sie bestimmt Treffer zu diesem Thema. Aber, das ist wirklich ein ganz wichtiger Hinweis ist, Sie sollten sich nie nur auf diese
wenigen Suchbegriffe konzentrieren, sondern Sie sollten auch andere Begriffe finden. Zum Beispiel sollten Sie sich die Oberbegriffe dazu suchen. In diesem Fall wäre es zum Beispiel Genetik für Gentechnik oder Religion für Ethik. Bedeutet, vielleicht finden Sie keine Artikel zum Thema Gentechnik in Deutschland unter ethischen Gesichtspunkten, aber vielleicht zur Gentechnik in Deutschland unter philosophischen Gesichtspunkten. Das ist dann vielleicht nicht exakt das, was Sie suchen, aber es wird bestimmt kein falscher Artikel sein. Es wird mit Sicherheit irgendwas verwertbar sein in dem Artikel, den Sie da finden. Genauso die Synonyme. Also Gentechnik in Deutschland unter moralischen Gesichtspunkten ist auch nicht falsch. Genauso ist es mit den verwandten Begriffen. Es ist dann auch nicht exakt das, was Sie suchen, aber enthält bestimmt auch verwertbares Material. Und ganz wichtig, auch immer mit englischen Begriffen suchen. Denn viele Datenbanken, da ist die Suchsprache einfach Englisch. Auch wenn vielleicht die Artikel, die Sie später finden, gar nicht Englisch sind. Also das ist etwas, das sich empfiehlt, wirklich vor Ihrer Suche anzulegen, diese Begriffsmatrix, damit Sie nicht dann während Ihrer Suche vielleicht frustriert sind, weil Sie zu wenig finden, weil Sie nicht das Passende finden oder einfach was Falsches finden. Okay, dies ist einfach nur mal ein Beispiel für eine Begriffsmatrix. Und jetzt haben Sie Ihre Suche wunderbar vorbereitet. Und jetzt geht es natürlich darum, die richtige Datenbank zu finden für Ihre Suche. Und an dieser Stelle würde ich jetzt übergeben an meine Kollegin Frau Ulm. Hallo, genau. Das ist das, was wir jetzt zusammen machen. Um die Datenbank zu finden, die wir brauchen, starten wir erstmal auf der Seite von der Universitätsbibliothek. Und da gehen wir auf Suchen und Ausleihen. Und hier haben wir Datenbankangebot der TU DEBIS. Da gucken wir mal rein. Das ist das Verzeichnis, in dem alle Datenbanken aufgelistet sind, die wir lizenziert haben. Und man sieht, wir haben jetzt hier eine Fachübersicht. Ich könnte mir aber auch eine alphabetische Liste anzeigen lassen. Oder wenn ich den Titel der Datenbank schon weiß, die ich suche, kann ich hier auch den Titel der Datenbank eingeben. Ich kann aber hier zum Beispiel noch nicht inhaltlich in der Datenbank suchen. Also hier nur nach dem Titel der Datenbank oder nach dem Fachgebiet oder was auch immer kann ich suchen, aber nicht inhaltlich in der Datenbank. Und wie wir sehen, haben wir hier ganz viele Datenbanken in den einzelnen Fachgebieten drin. Wir gucken uns jetzt mal genauer Elektrotechnik an. Und hier oben hat man jetzt nochmal eine Übersicht, wie die einzelnen Zugänge geregelt sind zu den Datenbanken, was es da für Unterschiede gibt. Wenn wir jetzt ein Stück weiter runter gucken, sehen wir, in diesem Fachgebiet haben wir 7 Top-Datenbanken und 56 weitere Datenbanken. Also das hier oben sind die Datenbanken, die wir Ihnen empfehlen. Und hier hinter jeder Datenbank ist dann auch der Zugang erklärt. Also es gibt Datenbanken, die sind frei im Web zugänglich. Das heißt, da müssen Sie gar nichts weiter machen, können Sie einfach irgendwie im Web suchen. Ansonsten gibt es Datenbanken, die sind nur über Shibboleth zugänglich, wie zum Beispiel die IEEE-Datenbank. Shibboleth ist nur möglich für TU-Angehörige. Es ist nochmal so ein extra Login, den Sie machen müssen. Ansonsten gibt es viele Datenbanken, die mehrere Zugänge haben, also die haben Shibboleth und die haben auch den VPN-Zugang. Wichtig ist, dass Sie hier über den Full-VPN gehen. Und dann gibt es auch Datenbanken, die eben nur über VPN zugänglich sind. Wir gucken uns jetzt heute näher Web of Science an. Und wenn ich auf den Namen von der Datenbank klicke, finde ich immer mal noch so einen eine kleine Beschreibung dazu. Also was ist zum Beispiel enthalten in der Datenbank? Welche Fachgebiete deckt das ab? Hier steht schon da Inhalt Englisch. Aha, okay. Das heißt, ich suche auf Englisch in dieser Datenbank. Und hier sieht man diese 2 Zugänge, was ich Ihnen erklärt habe. Das hier oben ist über VPN und das wäre über Shibboleth. Da ich über den Full VPN verbunden bin, gehen wir jetzt mal hier drauf. Und dann sind wir auch schon in der Datenbank drin. Wir sehen jetzt hier, es ist nach Topic voreingestellt. Ich lasse das jetzt alles so und ich fange jetzt mal an zu suchen. Mein Thema lautet Power Supply with Renewable Energy. Und dann gebe ich das einfach mal ein. Und zwar mache ich das aber folgendermaßen. Ich mache das so mit so einem Sternchen. Dieses Sternchen heißt, es ist eine Trankierung. Das kommt vom englischen Wort Trunk, Stamm. Das heißt, er würde jetzt Supply suchen, aber er würde auch Supplies suchen und so weiter und so fort. Also dieses Sternchen steht für beliebig viele Zeichen, die dann nach dem Wortstamm folgen. Und dann
schicken wir uns gleich mal unsere Suchanfrage ab. Und jetzt sehen wir hier, wow, ich habe ja wahnsinnig viele Treffer, über 36.000. Das ist mir zu viel zum Durchgucken. Das heißt, ich filtere jetzt. Und in Primo haben Sie ja auch Filter. Das haben Sie in eigentlich allen Datenbanken, haben Sie Filter. Und hier in dieser Datenbank sind die auf der linken Seite. Und wir könnten jetzt zum Beispiel mal filtern nach dem Gebiet. Nehmen wir mal Engineering. Ich könnte jetzt auch nochmal filtern nach Jahr oder nach Dokumenttyp, was auch immer. Wir belassen es jetzt erstmal bei Engineering. Und wir sehen jetzt hier, es sind jetzt 10.000 Treffer weniger, ist immer noch viel, aber wir lassen es so. Dann im Moment ist es sortiert nach Relevanz. Aber diese Datenbank bietet noch mehrere andere Sortiermöglichkeiten. Ich wähle jetzt mal Citations Highest First. Das heißt, dass der Artikel, der am meisten zitiert wurde, jetzt ganz oben erscheint. Und der Artikel ist dann wahrscheinlich auch der wichtigste zu meinem Thema. Ich sehe hier, der wurde über 3000 Mal zitiert und der Artikel selbst enthält 65 Referenzen. Also so viele Quellen werden in diesem Artikel zitiert. Wenn ich jetzt noch mehr wissen möchte über diesen Artikel, dann gehe ich hier drauf. Und dann bekomme ich nochmal die Angaben zu dem Artikel, wo wurde er veröffentlicht und wann zum Beispiel. Und ich bekomme auch ein Abstract. Und dann könnte ich mich entscheiden, ah, okay, der Artikel ist wirklich wichtig für mich, ich möchte den Volltext haben. Und dann probiert man das einfach hier über diese Buttons. Wir probieren es mal über den hier. So, und dann kommen wir zu der Seite vom Publisher, in dem Fall IEEE. Und wenn ich hier draufgehe, sagt er, ich habe keinen Zugang zum PDF. Aber, wie ich am Anfang gesagt habe, die IEEE-Datenbank hat den Shibboleth-Zugang. Wir sind im Moment nur im Full-VPN, deswegen komme ich nicht drauf. Um jetzt auf den Artikel in Volltext zu kommen, würde ich hier oben auf Institutional Sign-In gehen. Dann suche ich nach Berlin. Und dann wird mir hier schon Technische Universität Berlin angeboten. Und dann würde ich mich mit meinem Kontonamen und meinem Passwort einloggen. Das mache ich jetzt nicht. Aber dann hätte ich Zugriff auf das PDF. Ansonsten, also in dem Fall hatten Sie Glück. Ansonsten gibt es halt auch noch Artikel, die normal über Full-VPN zugänglich sind. Da müssen Sie gar nichts weitermachen. Einfach nur draufklicken, dann kommen Sie auf den Volltext. Wenn Sie allerdings nicht auf den Volltext kommen, dann müssen Sie gucken, wo bekomme ich den her? Und dann müssen Sie zum Beispiel in der Zeitschrift Datenbank suchen oder nochmal in Primo suchen oder Sie fragen uns. Wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen, dann sehe ich hier unten noch einen Link, Copy Query Link. Das heißt, ich könnte mir diesen Link von der Suchanfrage auch kopieren und dann immer wieder so danach suchen. Das heißt, ich müsste nicht jedes Mal alles nochmal neu eingeben. Und ich könnte auch die Suchanfrage dann damit verschicken an irgendjemanden. Ansonsten könnte ich mir hier auch einzelne Treffer markieren und könnte dann hier über Export mir die Treffer zum Beispiel in Excel-Datei runterladen. Aber das wären dann nur die Angaben zum Artikel, das wäre jetzt noch nicht der Volltext. Wenn ich mich zum Beispiel aber gar nicht auskenne in der Datenbank und gar nicht weiß, wie komme ich denn hier klar, bieten eigentlich alle Datenbanken eine Hilfe an. In dem Fall habe ich hier unten rechts den Hilfe-Button und ich könnte jetzt zum Beispiel mir eine Guided Tour angucken. Also dann würde mir alles nochmal genau erklärt werden. Ich könnte ein Training machen oder in dem Fall gehe ich einfach mal auf Help and Contact Us und dann habe ich hier den Help Guide. Und dann kann ich hier zum Beispiel die Truncation eingeben. Das ist das mit dem Sternchen, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Und bei Search Rules wird mir das nochmal erklärt. In der Datenbank hier heißt es Wildcards und dann wird das nochmal erklärt, was es ist. Was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, auch für eine Suche, sind die boolschen Operatoren. Die finde ich hier bei Search Operators und dann boolsche Operatoren. Wir haben ja die Begriffe gerade hintereinander weg eingegeben. Und das heißt, die wurden automatisch mit und verknüpft. Ne? Aber ich kann die auch anders verknüpfen, die Suchbegriffe. Also ich könnte die auch mit or verknüpfen. Das heißt, in dem Fall würde er Beverage oder Bottle suchen, also nicht beides zusammen.
Das erweitert natürlich eine Suche sehr. Oder ich könnte die mit not verknüpfen, die Begriffe. Dann würde er beverage suchen und nicht bottle. Das verringert dann eine Suche. Also nur mal so als Tipp, wenn Sie irgendwo in der Datenbank sind und sich nicht auskennen, dann gucken Sie mal in die Suchhilfe. Diese booleschen Operatoren funktionieren zum Beispiel auch in Primo. Das sind eigentlich in allen Datenbanken die gleichen. Wir gucken mal zurück zu unserer Datenbank und dann zeige ich Ihnen mal noch was ganz Besonderes von der Web of Science. Und zwar ist das hier oben dieses Analyze Results. Da sehe ich optisch aufbereitet so bestimmte Sachen. Also wir haben jetzt hier voreingestellt Research Areas. Und dann wäre jetzt, würde ich sehen, okay, im Bereich Engineering sind wirklich die meisten unserer Treffer. Aber vielleicht interessiert mich mehr so Computer Science, dann könnte ich mir diese Treffer alle angucken. Und dasselbe könnte ich zum Beispiel auch mit den Autoren machen. Dann würde ich sehen, der Herr oder Frau Blabjerg hat die meisten Artikel zu dem Thema geschrieben. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Autor, Autorin, die oder der geforscht hat. Und vielleicht lohnt es sich da mal zu gucken, was hat derjenige denn noch mehr geschrieben so an Artikeln. Also das ist so ein bisschen die Besonderheit von der Web of Science Datenbank. Und damit wäre ich auch schon am Ende von der praktischen Suche. Und dann übergebe ich wieder an Tina Pass. Hier habe ich nochmal die Begriffsmatrix von gerade und vielleicht ist es nochmal eine ganz schöne Übersicht, wenn man nochmal an die booleschen Operatoren denkt, die meine Kollegin gerade Ihnen nochmal kurz gezeigt hat, also diese und oder Verknüpfung, nur nochmal so als kleine Eselsbrücke. Wenn Sie an Ihre Begriffsmatrix denken, die Begriffe in den Spalten, das sind immer die Begriffe, die man mit einer Unverknüpfung verknüpfen sollte. Die Begriffe in den Zeilen, das wäre eher was, was man mit einer Oder-Verknüpfung kombiniert. Ja, die müssen entweder oder einer der Begriffe vorkommen, aber sie müssen nicht gleichzeitig vorkommen. Gut, wir sind schon fast am Ende. Das war heute wirklich ein ganz winzig kleiner Ausschnitt zum Thema Datenbank. Normalerweise ist das Thema Datenbank viel umfassender. Es gibt so viele unterschiedliche Datenbanken, auch zu unterschiedlichsten Themen, mit unterschiedlichsten Besonderheiten. Thesauri-Suchen sind möglich, andere, also wirklich regional unterschiedlich, fachlich unterschiedlich. Also es gibt viel, viel mehr. Also das sollte heute in dieser Coffee Lecture wirklich erstmal dazu dienen, dass Sie mal überhaupt das Datenbankangebot der TU kennenlernen, Sie einladen. Gerne nochmal auf unsere Webseiten zu gucken, sich mal Debis, unser Datenbankangebot anzugucken. Und dann sind Sie natürlich auch immer herzlich eingeladen, sich an uns zu wenden, wenn Sie da nicht mehr weiterkommen. Sie können uns auf unterschiedlichste Arten kontaktieren. Per E-Mail können Sie uns schreiben, Sie können uns anrufen. Wir haben eine Chat-Auskunft zwischen 9 und 18 Uhr in der Woche, wo Sie ganz komplikationslos und komfortabel direkt was fragen können. Sie können individuelle Beratungstermine buchen. Das heißt, Sie können sozusagen einen Termin mit einem Bibliothekar ausmachen, der sich dann ganz konkret für Ihre Fragestellung Zeit nimmt und Sie auch unterstützt bei der Literatursuche. Das alles finden Sie auf unserer Homepage unter diesem Link. Wenn Sie auf Kontakt gehen bei uns auf unserer Homepage, da finden Sie auch nochmal alle möglichen Arten mit uns in Kontakt zu treten. Sie sind herzlich eingeladen, das zu tun. Was Sie auf dieser Homepage auch finden werden, sind weiterführende Kurse. Wir bieten richtige Recherchekurse an in Datenbanken und dann sogar spezialisiert eher auf die Naturwissenschaften und auch auf die Geisteswissenschaften oder die Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, schauen Sie dort einfach regelmäßig, wenn Sie an einem weiterführenden Kurs interessiert sind. Jetzt wäre Gelegenheit für Fragen. Da müsste sich einfach das Fachgebiet an uns wenden und dann würden wir mal gucken, was wir da möglich machen können. Das ist halt immer eine Frage von personellen Ressourcen. Ansonsten haben wir eben diese allgemeinen Kurse, die dann geisteswissenschaftlich oder naturwissenschaftlich orientiert sind, aber die sind individuell, da kann sich jeder für anmelden. Die werden nicht pauschal für ein ganzes Fachgebiet angeboten.